Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen! Zumindest in einem Punkt bin ich mit Frau Ravensburg auch heute einig. Ich denke, es gibt einiges zu loben an diesem Gesetzentwurf, den auch Schwarz-Grün vorgelegt hat. Da ist nicht alles schlecht da drin. Das kann ich schon einmal sagen. Das ist schon einmal eine erfreuliche Nachricht. Wir haben ja heute zwei Gesetzentwürfe, wo es um die Qualität geht. Naja, es gibt durchaus ab und mal die gute Sachen. Wenn Sie das machen, was wir vorher gefordert haben, kann ich ja nicht sagen, hinterher es war schlecht. Ne? Also, Leute. Naja, alles. Herr Klose, alles würden wir jetzt auch nicht fordern, weil wir wollen eine gute Kindertagesbetreuung in Hessen haben. Und dazu gibt es noch ziemlich viel Luft nach oben, auch wenn Sie einiges jetzt gut machen wollen, dass Sie die endlich die Ausfallzeiten erhöhen, dass Sie endlich die Leitungsfreistellung im Gesetz festschreiben und dass Sie auch ein paar andere Dinge tun und auch die Betriebskostenförderung erhöhen, auch wenn es noch lange nicht ausreichend ist und auch wenn es immer noch viel zu gering bleibt. Aber es sind immerhin schon einmal gewisse kleine Schritte. Und es ist ja auch kein Problem. Sie haben ja auch Geld vom Bund bekommen für 13 Millionen €. Was kann man da eigentlich falsch machen? Ne? Aber leider kann man doch einiges falsch machen, weil Sie haben ja nicht nur bei der Finanzierung, ich denke, das Thema haben wir vorhin ausführlich erörtert, sondern auch bei den inhaltlichen Punkten nicht das gemacht, was unbedingt notwendig ist. Und natürlich, was Sie gemacht haben, und ich denke, das muss ich jetzt doch noch einmal wiederholen, Sie haben natürlich, Sie stecken vorwiegend das Geld der Kommunen in dieses Gesetz hinein. Und, aber dann gibt es eine Leerstelle. Frau Ravensburg ist schon darauf eingegangen. Im Gesetz steht es nicht drin, dass es eine ausgesprochene Praxisanleitung gibt. Und das war auch der Grund, warum wir hier auch recht kurzfristig, wobei Ihr Gesetz ist übrigens auch eine Eilausfertigung, obwohl er schon lange, lange in der Röhre steckt, dieser Gesetzentwurf, dass wir aber kurzfristig, wie wir gesehen haben, diese Leerstelle ist deutlich offen, einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht haben. Und dabei geht es eben hier um diese Praxisanleitung. Wir haben ja bei den Erzieher und Erzieherinnen in der Ausbildung, wenn sie sich bewerben, in der schulischen Ausbildung eine ganz gute Situation, noch eine relativ gute Situation, sage ich mal, wenn man nur auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler schaut. Das ändert sich aber schlagartig, wenn man die Übergänge nach der Schule in die Berufsausbildung anschaut. Eine Studie der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogik kam zum Ergebnis, dass jede vierte ausgebildete Fachkraft innerhalb der ersten 5 Jahre den Beruf und die Kita wieder verlässt und sich anderweitig orientiert. Und da muss ja mal deutlich zeigen, dass da was falsch läuft in den Kitas, sonst würden die nicht alle wieder wegrennen. Also, es reicht nicht, die Fachkräfte zu gewinnen. Wir müssen sie halten. Und neben vielem anderen, wir wissen, die Qualität und die Aufwertung der Berufe ist ja noch ein Thema, was uns insgesamt noch beschäftigen wird, die ganze Frage der Qualität in der Arbeit. Und die Aufwertung der Berufe ist dringend notwendig. Aber wir brauchen eben hier auch eine vernünftige und gute Praxisanleitung, die erforderlich ist, um hier um die Fachkräfte weiterzubinden. Auch hier gerade mit der neuen dualen Ausbildung, mit der praxisintegrierten Ausbildung, kommen die Schülerinnen und Schüler ja viel früher in die Kita, sind am ersten Tag ihrer Ausbildung schon dort. Da ist es notwendig, dass sie jemanden an die Seite gestellt bekommen, der ihnen auch hilft, in diesem Berufsfeld gut zurechtzukommen. Und ich denke auch an diejenigen, und die wollen wir ja auch wieder gewinnen. Wir wollen ja die Qualität in den Kitas erhöhen, um auch Leute wieder zu gewinnen, zurückzukommen nach einer längeren Pause, vielleicht wo sie etwas anderes gemacht haben, wieder in die Kitas zurückzuholen. Auch die brauchen eine Unterstützung. Und ich denke, dass wäre es wirklich notwendig gewesen, dass Sie die Impulse aus der Praxis und aus den Fachkräften tatsächlich aufnehmen. Aber leider haben Sie sie mal wieder ignoriert. Wir wollen erreichen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Praxisanleitung haben, dafür tatsächlich die notwendige Zeit haben, ohne dass es zulasten der Gruppenarbeit geht. Wir wollen, dass sie qualifiziert werden, gerade diese anleitenden Kollegen, und dass sie auch entsprechende Werkzeuge an der Hand haben.
um ihre Anleitung auch gut zu machen. Und wir wollen, und das ist auch eine ganz wichtige Frage des Haltens von älteren Fachkräften, wir wollen die Fachleute, die schon lange in den Kitas sind und vielleicht nicht mehr täglich nur noch im Gruppendienst sein wollen, eben hier auch eine besondere Funktion geben, um diesen, um die Fachkräftebedarf und auch um die Fachkräftehaltung besser zu organisieren. Und ich denke, alle, die gut in einer Kita aufgenommen sind und mit und auch diese Arbeit gut in die Arbeit gut rein können, bleiben auch eher in dem Beruf. Und ich finde, dieser relativ schmale finanzielle Betrag, den wir uns jetzt vorstellen, ist im Rahmen der Möglichkeiten doch ohne weiteres realisierbar. Ohne Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, das überhole ich jetzt doch noch einmal, ohne dass es zulasten der Kommunen geht. Und ich freue mich auf die Diskussion. Und vielleicht können Sie ja doch einige Punkte auch aus unseren Anregungen mit aufnehmen. Danke schön.